Betrachtet man die vielen Initiativen von Universitäten, Forschungsinstitutionen, Geldgebern und sogar etablierten Verlagen, könnte fast der Eindruck entstehen, dass die Revolution, die die Open Science Bewegung verspricht, schon in vollem Gange ist. Hashtag Open Science. Das sagen wir in einigen unserer Videos. Aber was heißt das für die Praxis und wie sieht ein konkretes Praxisbeispiel dafür aus? ZBMed ist eine zentrale Fachbibliothek, die es seit fast 50 Jahren gibt. Seit ein paar Jahren setzt sich ZBMed auch sehr aktiv in der Forschung ein und seit über 20 Jahren für Open Access, inzwischen auch mit Herzblut für Open Science. ZBMed gehört aber aus Sicht der NachwuchswissenschaftlerInnen zum Establishment. Ich arbeite seit einigen Jahren in einem unserer Forschungsbereiche und teache dort zum Beispiel die Workshops der Carpentries. Heute wollen wir mit dir einen Perspektivwechsel machen. Amelia ist heute dabei und sie macht das, was wir so feiern. Wie wir steht sie absolut für Open Science und ist für uns ein super Role Model, wie Open Science von Anfang an in der Wissenschaft umgesetzt werden kann. Ja, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle erstmal an euch, Rabea und Elke, dass ich heute hier sein darf und mit euch über ein solch wichtiges Thema sprechen kann. Ich finde das klasse, dass du da bist, Amelia. Dankeschön. Open Science ist die Wissenschaft, wie sie immer gedacht war. Gemeinschaftlich mit dem Ziel, Wissen zu fördern und zugänglich für eine größere Gemeinschaft zu machen. Es geht um weit mehr als den freien Zugang zu wissenschaftlichen Artikeln. Es geht darum, Artikel zugänglich zu machen, aber auch die Daten, die Methoden und die Ressourcen zur Reproduktion der Ergebnisse. Und das sind genau diese sechs Säulen der Open Science: Open Access, Open Data, Open Methodology, Open Source sowie Open Peer Review und Open Educational Resources. Aber warum solltest du dich als Studentin mit Open Science beschäftigen? Gute Frage. Als ich angefangen habe, Medizin zu studieren, kann ich mich noch sehr gut an die Situation erinnern, als ich mein erstes Paper lesen wollte und auf einmal gebeten wurde, 30 Euro zu zahlen. Ich war schockiert, da ich gedacht hatte, dass Wissen, welches ja eigentlich aus staatlichen Mitteln finanziert wird, für jeden zugänglich sein sollte. Und ganz ehrlich, als Studierende kann ich mir nicht leisten, für jeden Artikel 30 Euro zu zahlen. Und aus ähnlichen Beweggründen haben sich auch andere Studierende an der Charité dann stärker mit diesem Thema Open Science beschäftigt. Und da ist jetzt einfach eine kleine Community aus Studierenden, die sich damit beschäftigen. Und ich bin super froh, einfach Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Und daraus ist dann das Open Science Student Journal Berlin Exchange Medicine, kurz BEM, entstanden. Ich bin momentan im Vorstand von BEM und bin begeistert, mit einem Team von Studierenden aus verschiedensten Professionen, sei es Data Science, Medizin, aber auch Physiotherapie, aus ganz Deutschland, von Berlin bis nach Hannover, zu arbeiten. Wir sind das erste wissenschaftliche Journal von und für Studierende aller Gesundheitsprofessionen im deutschsprachigen Raum und sind auch seit Herbst 2021 offiziell von der Berlin University Alliance gefördert, was eine Art Exzellenzverbund der Universitäten HU, FU, Charité und der TU ist. Wir wollen mit BEM nicht nur studentische Forschung und studentischen Wissenschaftsideen eine Plattform bieten, sondern den studentischen Raum nutzen, um wissenschaftliches Publizieren neu und zeitgemäß zu denken. Wir möchten studentischer Forschung eine Plattform geben, damit studentische Ideen nach der Bewertung einer Hausarbeit beispielsweise nicht einfach in der Schublade landen. Doch das Publizieren ist bei uns kein Selbstzweck. Mit unserem edukativen Ansatz geben wir Studierenden die Möglichkeit, niederschwellig ins wissenschaftliche Publizieren einzusteigen, indem sie während des bei uns rein studentisch organisierten Peer-Review-Prozesses eng begleitet werden und einen Peer-Review-Crashkurs absolvieren können. Die Studierenden sind die Zukunft der Wissenschaft. Betrachtet man die vielen Initiativen von Universitäten, Forschungsinstitutionen, Geldgebern und sogar etablierten Verlagen, könnte fast der Eindruck entstehen, dass die Revolution, die die Open Science Bewegung verspricht, schon in vollem Gange ist. Der Mentalitätswandel, auf den viele AdvokatInnen der offenen Wissenschaft hoffen, kommt aber in der Breite der wissenschaftlichen Gemeinschaft jedoch nur sehr langsam voran.
Noch immer wird wissenschaftliches Arbeiten nach dem Motto Publish or Perish, Quantität über Qualität praktiziert. Das ist natürlich für mich als Studierende besonders schwer, weil Open Science ist ein netter Gedanke, aber wenn es darum geht, die Karriereleiter hinaufzusteigen, dann hilft einem vor allem die Nummer an Publikationen und das am besten auch noch in besonders hochrangig publizierten Journalen. Damit sich längerfristig etwas ändert, braucht es zwei Ansätze. Das Establishment, das heißt jetzige ProfessorInnen, Verlage und aber auch Geldgeber, müssen weitere neue Kriterien finden, wissenschaftliches Arbeiten zu bewerten und zu fördern. Wie können wir Incentives für junge WissenschaftlerInnen schaffen, Wissenschaft nach den Open Science Standards zu praktizieren? Es gibt schon einige positive Beispiele, wie der Preis der Einstein-Stiftung zur Förderung der Qualität in der Forschung oder der mit 1.000 Euro dotierte Preis für Nullergebnisse, also wenn es keine Resultate gibt, und Replikationsstudien. Das macht doch Mut. Zum anderen müssen wir von unten aus einen Mentalitätswandel in der Gemeinschaft der jungen, aufstrebenden WissenschaftlerInnen stärken. Wir als Studierende sind die Zukunft der Wissenschaft. Daher sehe ich es zu Teilen auch in unserer Verantwortung, uns für die Praktiken von Open Science einzusetzen. Es ist natürlich schwierig, das jahrzehntelang bestehende wissenschaftliche System alleine von unten, also von uns Studierenden aus, zu ändern. Und daher braucht es genau diese Incentives, die wir gerade genannt haben, auch von oben. Der Wandel muss also von beiden Seiten kommen. Gerade dieser Mentalitätswandel unter Studierenden und jungen WissenschaftlerInnen ist leichter gesagt als getan. Warum ist das so? Oftmals fehlt es ganz einfach an Informationsquellen. Für Studierende ist der Zutritt in die wissenschaftliche Welt meistens vor allem der eigene Betreuer oder die eigene Betreuerin. Wenn die Betreuerinnen also noch in dem alten System groß geworden sind, wie sollen sie dann Studierenden Open Science näher bringen? Genau hier kommt BAM ins Spiel. Wir wollen mit BAM Studierenden die Möglichkeit geben, sich untereinander zu vernetzen, Ideen auszutauschen und mit Open Science in Verbindung zu kommen. Wir als neue Generation sollten mit einer anderen Einstellung zur Wissenschaft in unsere Karrieren starten. Denn Wissenschaft bedeutet nicht nur, die eigene Karriere voranzutreiben und möglichst viel zu publizieren. Wissenschaft ist Teamarbeit. Die großen Dimensionen der globalen Herausforderungen, vor denen die Menschheit und auch die Wissenschaftswelt steht, fordert bereits jetzt ein völliges neues Niveau an Zusammenarbeit zu wissenschaftlichen Erarbeitungen von Lösungen. Die Fähigkeit, im offenen Diskurs wissenschaftliche Erkenntnisse zu veröffentlichen und zu evaluieren, inklusive aller Daten und Methoden, ist eine zentrale Fähigkeit in einer Wissenschaftsgesellschaft. Und ich denke, dass genau diese Fähigkeit an den Universitäten oft nicht im ausreichenden Maße unterrichtet wird. Wie vertritt denn BAM die Open Science Praktiken? Ja, ein gutes Beispiel hierfür ist unser Open Review. Normalerweise werden Reviews ja nur zwischen AutorInnen und ReviewerInnen ausgetauscht und sind oftmals nicht öffentlich zugänglich. Aber auch ein Review zu veröffentlichen kann durchaus wertvoll sein für andere WissenschaftlerInnen und auch für uns Studierende. Als Studierende kann ich von anderen Reviewern lernen, wie ich selbst ein gutes Review verfasse und worauf ich achten muss. Durch Open Review sind zudem die ReviewerInnen dazu angehalten, ein faires und auch konstruktives Feedback zu verfassen und nicht einfach nur zu schreiben, good work und sonst keine Kommentare dazulassen. Zudem ermöglichen wir bei BAM unseren ReviewerInnen, ihr verfasstes Review mit einer DOI, kurz DOI, zu veröffentlichen. Dadurch können Sie das Review auch als eigenen Beitrag zur Wissenschaft anerkennen lassen, denn Forschung ist mehr als nur die Veröffentlichung der eigenen Arbeit. Gute WissenschaftlerInnen sind ebenso kritische und konstruktive ReviewerInnen. Aber genau darauf bereitet uns niemand vor. Und genau das wollen wir ändern, weil wir überzeugt sind, dass wir Studierende mit Vorbereitung und Begleitung hilfreiches Feedback geben und Qualität sichern können. Und das auch ganz ohne Vorerfahrung oder thematisches Vorwissen. Daher bieten wir unseren eigenen Peer-Review-Crashkurs für Studierende an. Die Idee des Crashkurses ist es, interessierten Studierenden aus Deutschland und Europa die Grundlagen des Peer-Reviews online zu vermitteln. Falls ihr Interesse bekommen habt, mal bei uns reinzuschnuppern oder als Editor mitzuarbeiten, kommt gerne auf uns zu.
Wir suchen immer nach neuen Köpfen, Perspektiven in unserem Team. Schreib gerne einfach eine Mail an medicine@berlinexchange.de. Ihr findet in der Infobox den Link zu unserer Website als auch zu unserem Online-Journal. Klickt euch einfach gerne mal durch. Wir wollen dir Mut machen, auch den Weg von Open Science zu folgen. Ehrlicherweise braucht man einen langen Atem, bis der Kulturwandel vollzogen ist, aber es lohnt sich. Hinterlasse uns dein Feedback oder deine Fragen auch gerne in den Kommentaren und Amelia wird auch sicher einen Blick auf die Kommentare werfen, falls du direkt eine Frage an sie hast. Und danke auch an dich, Amelia, dass du heute bei uns warst und deine Perspektive mit uns geteilt hast. Ja, vielen Dank, Rabea und Elke, dass ich da sein durfte. Gerne wieder. Sehr gerne.